Willkommen zurück, Leute, zu New Super Mario Bros. Wii. Im letzten Part hatten wir ja mit Welt 2 angefangen. Wir haben schon einiges in Welt 2 geschafft, nämlich wahnsinnige 2 Levels. Und gehen jetzt einfach mal zu Welt 2, 3, würde ich sagen. Ich denke mal, das ist die vernünftigste Lösung für das Problem, dieses Spiel durchzuspielen irgendwann. Ich bin echt gespannt, wie lange ich dafür brauchen werde. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist ein Untergrundlevel, oder? Untergrundlevels in der Wüste. Untergrundlevels in der Wüste. Was kann ich denn mal zu Untergrundlevels in der Wüste sagen? Ja. Stimmt, sie sind meist dunkel. Das war meine Befürchtung. Wisst ihr, was noch gerade so eine Befürchtung ist? Normalerweise, also, das heißt normalerweise, ich kenn's halt eigentlich nur. NSMBU. Da hat man ja diesen Yoshi, der ein Licht spendet. Haben wir in diesem Ding hier natürlich nicht. Bedeutet, wir müssen zusehen, ja. Boah, das ist doch voll schwer. Das ist doch voll schwer. Da könnt ihr mir doch auch wieder sagen, was ihr wollt. Können wir mal hier bitte aufräumen? Danke. Ich werde einfach mal versuchen, möglichst viel zu erforschen. Nämlich die Röhren und so, weil sonst wird's schwierig. Ohne extra Leben. Geil. 25 Leben. Also mit 25 Leben könnte man dieses Spiel, glaube ich, prinzipiell schon sehr, sehr gut durchspielen. Wenn man es kann. Das setzt das Ganze voraus. Den kann ich doch bestimmt. Nicht? Ey, wir haben hier noch nichts gefunden. Das macht mir schon wieder übelste Sorgen. Ich wollte eigentlich ungern schon wieder sagen müssen, oh ja, ich weiß es nicht, gib dir mir einen Tipp, bitte. So, ich bin da jetzt rein, wofür denn? Für gar nichts, oder was? Weiß nicht, das kommt mir komisch vor. Den machen wir platt, das kann der sich abschmecken. Ich will da drauf, mit aller Gewalt. Ich komm da auch drauf. Nein, komm, Mario, das muss, kommt man da drauf? Na? Also ich würde sagen, man kommt da nicht drauf. Oh, scheiße. Da kommt man doch drauf. So, geht doch. So viel Mühe. Für nichts und wieder nichts. Das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt tatsächlich nicht so gut. Ich muss da eigentlich. Oh. Ja, ich habe immer Angst. Ich habe einfach zu viel Angst, dann einfach mal so stehen zu bleiben. Aber wir müssen das ausprobieren. Das war dumm. Wisst ihr was, wir gehen weiter. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich der größte Fehler war, den man machen kann. Ich sehe gar nichts. Also diese schwarze, sämtliche Stellen, die schwarz sind, sind bei mir auch wirklich so schwarz, dass ich nichts erkennen kann. Aber wirklich rein gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob das so sein müsste. Aber da war auf jeden Fall was. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das so sein müsste, dass ich wirklich nichts sehe. Jetzt komm da mal vernünftig drauf. Okay, jetzt habe ich auch mal was gesehen. Oh, ey, da hätte der doch durchlaufen müssen. ETF? Ich komm doch aber auch hier ganz rüber, oder? Ja. So, gib mir jetzt bitte mal Münze Nummer 1 im besten Fall. Krieg jetzt schon das Brechen, wenn ich das hier sehe. Vor allem will ich das eigentlich nicht aussitzen hier. Ja, kann ich auch nicht. Hier ist ja nichts. Hier ist auch nichts, oder wie? Keine Ahnung. Ey, jetzt mal ganz ohne Spaß hier. Keine Ahnung. Wieso kann ich da nicht drüber laufen? Das verstehe ich nicht. Das ist doch eigentlich eine Stelle, wo man drüber laufen kann. So, jetzt muss aber echt mal was kommen. Aber die Mittellinie hatten wir ja auch noch nicht. Hab ich das jetzt als. Okay, hier kann man als kleiner Mario, also als Mini-Mario, könnte man da durch. Oh, das ist Nummer 1.
Lol. Damit konnte man nicht... Ey, das erhält ja alles. Wie episch ist das denn? Wie episch ist das denn? Oh, da krieg ich wieder einen. Genial. Da ist Nummer 2 hoffentlich. Tatsächlich. Oh, kein Stern? Hier wär wahrscheinlich der nächste Stern gewesen. Keine Ahnung. Eventuell. Mit ein bisschen Glück. Irgendwie will ich da oben hin, aber ich weiß gar nicht, ob das geht. Kann ich euch töten? Nö. Ach, brauchen wir auch nicht. Die dürfen ruhig leben, aber ich will da oben hin. Da oben will ich hin. Das sieht mir nämlich nach... Nein. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht mir doch nach einem guten Versteck aus für die Dritte. Ah, ich bin so gut. Ich bin so gut. Nein, bin ich echt nicht. Also, boah. Der Wahnsinn. Aber mir war klar, dass ich mit dem Spiel Probleme haben werde. Von daher ist das schon... Hat das schon alles seine Richtigkeit. Ich finde es halt nur immer schlimm, wenn man in der ersten Zeit gar nichts findet und sich so riesengroße Sorgen macht. Also ich mache mir dann wirklich immer so, oh nein, scheiße, das geht doch nicht. Da steht man so, man steht so dämlich da, weil einfach jeder, der dieses Spiel jetzt guckt, kennt sich voll gut aus. Und ich halt nicht. Und da steht man echt, man steht wirklich doof da. Okay, das ist schon wieder eigentlich... Boah, hier kann man... Mehrere Türen? Uiuiui. Hoffentlich komme ich da wieder zurück und muss nicht einfach Glück haben, dass ich die richtige Tür erwische. Oh nee. Ach so. Ja, was ist... Ist ja richtig krass. Ja, toll. Okay. Das war schon mal die falsche Tür. Ich hoffe, ich komme auch genau an der Stelle wieder raus. Ah, ne, auf der anderen Seite. Ah, okay. Okay. Das hier sieht mir schon... Wenn er mich da vielleicht mit reinnimmt, hätte ich dazu gedacht. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Hier kann ich rein, ja. Okay, dann kann ich auf der anderen Seite vielleicht auch rein. Das war ja gar nicht offensichtlich. Ha, welch ein Glück. So, Propellerpilz wäre nett. Theoretisch kann man das ja abpassen. Nach dem Stern. Kommt ein Propellerpilz. Wunderbar. Aber das war hier alles? Voll lame. Absolut lame, ja. Meine Güte. Ich weiß gerade echt nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt fängt er an, die Musik mitzusummen. Ja. Was sagt uns das? Der fleißige Zuschauer weiß es. Alle anderen, ja, die wissen es halt nicht. Dann Pech. Okay, da komme ich jetzt... Nee, da komme ich nicht einfach so hoch, aber... Hallo? Solltest du dich da eigentlich... Eigentlich solltest du dich da festhalten, Mario. Das wäre jetzt so mein Plan gewesen. Da ist die Coin. Okay, da komme ich auch. Ach so. Gerade sagen, komme ich da denn überhaupt hin? Flop. Und wieder zurück. Und es ist sogar Nummer 1. Ach, wie cool. Nein. Ja, okay. Nein! Loop hier nicht so rum. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber es ist eben. Es ist wie es ist. Ich habe es ja auch schon erzählt. Also, das wird hier eine Qual. Aber mit ein bisschen Glück. Lerne ich hierbei so ein bisschen 2D Super Marios zu spielen. Das wäre geil. Also ich will ja. Also ich möchte es ja eigentlich auch besser können. So ist es ja nicht. Deswegen so ein bisschen Übung. Mal hier, mal da. Hier ein 2D Mario, da ein 2D Mario spielen. Und dann geht das auch irgendwann. Na, selbstverständlich. Soll dann nochmal einer was sagen dann am Ende. Das hat man auch irgendwie so ein bisschen vermutet. Es ist ja in diesen Türmen einfach so. Da sind Wände, die nicht da sind. Das weiß man. Und das kann man sich dann ja auch zunutze machen. Na! Ah! Wieso bist du da durch? War gar nicht so geplant, aber soll mir recht sein. Flop. Immer so ein bisschen die Wände halt abrutschen. Oh nein.
Pau. Das hasse ich immer. Wenn irgendwo ein Pau rumliegt und ich nicht weiß... Das wollte ich gar nicht, das wollte ich gar nicht. Und ich halt nicht weiß, an welcher Stelle ich den benutzen soll oder muss. Kommt der Pit? Nein, natürlich nicht. Aber kriege ich hier vielleicht noch ein Item? Ich brauche dringend ein Item. Ich möchte, wenn ich jetzt sterben würde, das wäre so... Ah, okay. Gerade sagen, das wäre so ärgerlich. Jetzt ist nur die Frage, ob ich das hinkriege. Ja, das war nicht schlecht und das müsste auch passen, da dachte ich mir gerade. Na, wundervoll. Dann mit einer Eisblume weitermachen. Ja, was willst du denn mehr? Was willst du denn mehr? Eigentlich eine Feuerblume. Ja, eine Feuerblume wäre auch nicht verkehrt. Wobei, in diesem Level ja eben nicht, ne? So, hat doch schon wunderbar funktioniert. Lass mich bitte in Ruhe. Ich wollte gerade sagen, ich möchte jetzt aber Nummer 3 nicht verpassen, aber die ist geschenkt. Danke, Spiel. Also vielleicht ist es doch ein bisschen leichter als You. Also von den Sternmedaillen bis jetzt würde ich fast sagen, dass es etwas leichter ist, weil ich glaube, ich hatte bei You noch größere Probleme, schon am Anfang welche zu finden. Der nächste Koopaling. Oh, okay, ich wollte gerade fragen, was kann der? Mist. Okay, okay. Den dürfen wir einfach gar nicht so richtig zum Zug kommen lassen. Spring. Oh, ich bin ein Noob, ey. Ich sterbe bei dem. Ich garantiere es euch. Ich geh sowas von drauf. Oh. Ja, das war schon wieder fast gefährlich. Aber ich wollte es einfach unbedingt tun. Und dann, ja, dann muss man damit auch leben. Dann muss man es durchziehen. Wenn man es dann durchzieht, dann klappt das auch. Natürlich. Man muss sich nur trauen. Haben wir bis jetzt echt nur dieses Schloss geschafft? Ne, wir haben zwei Level schon. Ey, was willst du denn? Da gibt's doch gar nichts zu meckern. Dann machen wir das Pilzhaus da noch. Das gibt nochmal dick extra Leben. Wobei ich dieses extra Leben-Spiel in diesem Spiel hier gar nicht so unbedingt mag. Das ist doch das... Ja, vergiss es. Das ist doch das, wo man... Wie nennt sich das? Wo man in eine Kanone geht und dann nach extra Leben schießt. Da lässt man sich dann erst auch wieder mit Wiimote-Steuerung und so ein bisschen überlegen. Hinter der Tür gibt es die Chance, einige One-Ups zu ergattern, Mario. Ich drück dir ganz fest die Daumen. Danke. One-Up-Kanone. Ja. Ziele durchneigen. Feuere mit 2. Geil. Ja, jetzt muss man sich erstmal schon mal entscheiden, welche Kanone man überhaupt nimmt. Ich glaube, die eignet sich dafür, oder? Kann ich dir so... Wenn die gleich hier wieder so in Reihe und Glied stehen, dann... Glied. Ast rein. Das meine ich nämlich. Ich kann das nicht. Glied. Witzig. Geh zu Peach Schloss in Welt 1, um mit Sternmünzen Bonusfilme freizuschalten. Weitere Bonusfilme werden später freigeschaltet. Schaue ab und zu im Schloss vorbei. Bonusfilme? Filme? Was? Echt jetzt? Werde ich jetzt aber erstmal nicht tun, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Dann gehen wir nämlich das nächste Level an. 2-4. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dann und ciao.